im Endeffekt ist ja jedes Zimmer in deinem Haus mit irgendeinem Videoformat oder irgendeinem Video verbunden. Magst du uns vielleicht mal kurz rumführen? Ja, können wir schon machen. No? So, hier kennt die Führung schon. MTV Cribs, Drachenlord, Emskirchen, Altschauerberg 8. So. Naja, also hier ist natürlich das... Das ist die Hauptzentrale sozusagen. Sozusagen, ja. Das Arbeitszimmer. Das Poster habe ich auch. Das habe ich auch. Gut, dann haben wir halt hier... Ja. Und das Thumbnail. Ja. Das habe ich auch von Fans geschenkt bekommen, das Poster. Ziemlich geil. Sieht jetzt halt noch schlimmer aus als sonst eigentlich, weil ich jetzt halt überhaupt nicht aufgeräumt habe. Der Balkon hat definitiv was gemacht. Ja. Ja. Badezimmer. Und hier ist momentan, also ja, gesperrt. Da ist momentan eine verschlossene Abstellkammer. Okay. So, das ehemalige Zimmer meiner Schwester. Und natürlich. Wieso ist da ein Loch in der Tür? Meine Schwester hat einfach mal mit dem Fuß durchgetreten. Okay. Ja. Nur Zwerg. Ja, die schläft jetzt. Dann können wir noch mal runtergehen. Wie oft bist du da schon dagegen gerannt? Ich bin hier aufgewachsen. Also gar nicht, okay. Doch, ein paar Mal schon, aber so oft jetzt auch nicht. Aber ich habe schon öfter Kumpels von mir, die sind ja auch so groß wie ich. Ja. Als die mich kennengelernt haben, waren die auch schon so groß. Ja, und die sind da raufgelaufen und runtergelaufen. Und nachdem die sich ungefähr 10, 20 Mal angekaut haben, haben sie es gelernt. Haben sie es gelernt, genau. Ja. Momentan schaut es echt überall aus. Küche. Wobei man hier sagen muss, da wird echt jetzt noch umgebaut. Das Zeug, das soll rüberkommen, das soll rauskommen, weil drüben soll ja das Esszimmer werden, wo jetzt der Greenscreen-Raum ist. Das alte Wohnzimmer wird der Greenscreen-Raum und das wird das Wohnzimmer. Also, beste Toilette halt. Und hier ist dann halt, ja. Ach, gucke, das ist ja... Der Greenscreen-Raum. Ach so. Da könnt unbedingt noch eine Lampe mal wieder hinmachen, dass ihr ein sanfteres Licht noch habt. Ich habe halt links und rechts die kleinen Softboxen. Eine steht ja momentan oben, die haben wir jetzt gerade gesehen. Da steht die normalerweise hier und dann die halt da drüben. Und ja, einen Reflektorschirm habe ich jetzt probeweise mal genutzt. Ist auch eigentlich ganz gut. Mhm. Billiges Stativ. Ja. Und hier steht eine Waffe. Aha. Auf jeden Fall. Die ist auch überraschend schwer, wenn man bedenkt, dass es bloß eine Plastikwaffe ist. Gehört eigentlich gar nicht mit, gehört eigentlich mit Kumpel. Du hast aber schon einiges runtergekloppt, hä? Ja, ich habe halt überall Baustellen im Moment im Haus, ne? Weil alles muss ein bisschen umgeräumt werden. Mhm. Ja. Na, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Ja. Ja, ich meine, für die Leute, die schon länger mal Videos schauen, die kennen vielleicht die Wand noch. Allerdings unverputzt, weil die war ja ewig lange, da war ja ewig langes Loch drin. Weil da ist, irgendwann ist der Putz weggefallen. Und ja. Ich habe eine Zeit lang auch hier unten geschlafen. Also ich habe, das war ursprünglich das Zimmer von meiner Großmutter. Und dann war es mein Zimmer eine Zeit lang. Und jetzt ist es halt im Prinzip das Wohnzimmer Zeit lang gewesen. Und dann war ich halt oben noch. Ja. Okay. Aber hier produzierst du gerade auch nichts mehr, ne? Nö, nur halt Umbau momentan. Und der Tisch ist halt saugeil. Echtes Marmor. Grünes Marmor vor allem. Der ist jetzt natürlich auch dreckig. Auf Marmor geklopft sozusagen. Ja, aber Keller vom Lustlord. Ungefähr. Und ja, da ist halt auch noch Baustelle. Ja, auch noch eines zu tun, ne? Ja. Ah, hier hattest du auch mal gefilmt, ne? Da habe ich auch mal kurz gefilmt, ja. Das war in einem Vlog, glaube ich sogar. Das war doch in dem. Da hatten die Hater doch so einen Ausschnitt, wo du mit dem Rock. Oder war das da drüben? Das war drüben. Ach, das war drüben. Achso, okay. Da war bloß noch das Sofa, wo oben jetzt im Arbeitszimmer steht. Achso. Das war zeitlang war das Sofa. Ja, ich dachte. Und dann war das grüne Sofa, aber das grüne Sofa war ursprünglich unten gestanden. Achso, gut, da habe ich mich jetzt geirrt. Ja. Okay. Aber ich habe hier innen auch schon gedreht. Ich habe ein Video mit einem Kumpel gemacht einmal, wo wir so rotzebreit waren. Ach, das.
Genau. Das ist letztens wieder aufgetaucht. Ja? Das kam aber auch nicht von dir. Ne? Das hat auch das hat andere dann jemand dann wieder neu hochgeladen. Ja? Mhm. Ich habe das eine Zeit lang auf meinem Let's Play-Kanal gehabt, weil da wollte man nicht Videospiele machen. Den Kanal selber gibt es aber ja nicht mehr. Da war alles weg. Und ja. Und das war hier. Das war genau hier an der Ecke. Mhm. Vor der Tür, weil da drüben ist ja auch noch eine Tür. Und da sind wir eine Zeit lang da drüben durch die Küche gegangen. Und dann war das halt hier alles. Kann man im Keller irgendwas sehen? Ich mag Keller. So ein bisschen creepy, so ein bisschen creepy. Creepy? Creepy, creepy ist das nicht. Jetzt hier creepy Pasta und so. Ja. Der Keller ist sogar eine optimale Location. Da könntest du so Black Metal-Style-Videos machen oder was? Das wäre der reinste Black Metal. Ja? Können wir mal runtergehen? Klar. Dann, Hausherr, vorne weg. Ich muss auf die Haare aufpassen. Ich hier die Spinne. Hilfe. Ja, hier unten bin ich halt nie eigentlich. Ja, da sind ein paar Spinnen. Ja, vor allem, das sind die so... Die kriegst du nie wieder aus dem Arm raus. Ja, ist richtig. Vor allem, das sind so komische Weiße, ne? Ja. Das ist schon, also die sind schon echt ziemlich eklig, ne? Ja. Ja, dann haben wir hier noch die ehemalige Waschküche. Das soll ein neues Badezimmer werden bei Gelegenheit. Ach, ein Puppenhaus! Ja, das ist meine Mutter. Schick, schick. Hat sich meine Mutter mal gekauft. Meine Tante hat es zusammengebaut und meine Mutter hat es nie für nur verwendet. Hm. Und das war zeitlang auch mein Musikzimmer, deswegen stehen hier auch noch die Instrumente teilweise rum. Spielst du noch Schlagzeug? Nee, ich habe das ja bloß eine Zeit lang angezockt. Ja. Da haben wir auch hier innen genug gespielt, so dass schon der Putz von der Wand geflogen ist. Ja. Und das soll eine neue Waschküche werden unten. Okay. Dann haben wir hier noch... Noch ein Bad? Noch ein Bad. Wobei man hier dazu sagen muss, Moment, falsches Licht. Wobei man hier dazu sagen muss, dass das ein reines Badezimmer ist. Also das ist hier, wenn man mal reingeht, man hat hier kein Waschbecken, kein Klo, das ist wirklich bloß eine Badewanne. Ja, ist ja schade, dass die nicht genutzt wird, oder? Ja. Dann kommt ja noch was. Ja, müsste noch was kommen, weil... Das ist halt die Sache, wie gesagt. Eigentlich wäre das da innen schon ein richtig geiles Badezimmer, wenn man immer durch den finsteren Keller müsste. Mit dem blöden Spinnen, da müsste man das echt machen. Aber ich träume ja eigentlich von einem japanischen Badezimmer und das will ich ja da drüben machen. Ach so, das ist quasi, mit, ja, was gehört da alles rein in so ein japanisches Badezimmer? Zunächst so, mal wird der Boden komplett gefliest, die Wände gefliest und, dann wird halt, auf der einen Seite werden Waschbecken gemacht und so Hocker, wo man sich hinsetzen kann, weil man wäscht sich ja in Japan erst den Oberkörper wegen und den Schweiß halt ab. Im Prinzip tut man halt duschen, bevor man ins Bad geht. Ist auch eigentlich viel angenehmer, weil sonst liegt man jetzt am eigenen Dreck und ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen, ja. Okay, cool. Jo. Da hast du dir ja was vorgenommen, ne? Also jetzt kommt erstmal oben dran und dann quasi unten. Oh, Einmachgläser. Ja, das sind halt Ölkanister, also fürs Schön mit Öl, benutzt aber keine Heizung, wird auch unbedingt noch einbaut, aber das ist Heizungszimmer. Und das ist irgendwie so voll die Playbridge Project Tür. Ah. So, jetzt mal in den Spiegel schauen. Wie viele Spinnen drin sind? Ungefähr. So. Nee, geht aber. Na, danke für den Einblick hier. Ihr habt das ja schon gesehen, weil ich habe ja schon Roomtour gemacht. Bloß den Keller haben sie noch nicht gesehen. Siehst du, das war jetzt quasi explosiv. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal. Ne? Wir können ja auch noch hinten in die Scheune schnell schauen, wenn du willst. Nur klar. Da ist. Ja, da muss ich unbedingt wieder mit dem Blech durch. Feinliches Blechle. Ich schau aus heute, in Jogginghosen. Ja, also hier... Ach, Party-Location, ich sehe schon. Ja, ich will halt hier eigentlich, möchte ich hier gerne eine richtige Methalle reinbauen. Aber das wird rechtlich nicht hinhauen. Ja, Pfeffi, alles klar. Mal zu einer richtigen Methalle, ne? Da gehört halt hier halt noch eine schöne Feuerstelle, ne? Wo nach oben das Feuer rausgeht. Also der Rauch halt. Aber haut leider nicht so hin. Ja. Schmuck, schön. Jo, das Holz wird demnächst noch gar weggeräumt. Das ist bloß momentan noch nicht. So, Drache kämpft gegen Brennnesseln.
Denn Drachen sind wesentlich stärker als billige kleine Brennnesseln. Sich selbst zitieren. Genau. So, und da ist es halt momentan das Pferd drin. Ja, und das halt da drüben ist der Blue. Ach, guck. Genau. Und bis da unten zum Wasser kürzen wir halt. Also ist das wirklich deins? Das Pferd gehört meiner Mutter eigentlich. Ach so. Aber es ist halt momentan noch hier. Meine Mutter ist ja abgehauen, nachdem er voll gestorben ist. Hast du noch Kontakt? Also machst ja, du? Mittlerweile wieder. Aber es ist kompliziert. Hm. Ist ja scheiße. Tja, ist halt so. Kann man nichts ändern. Ich habe mich daran gewöhnt. Vor allem, Moment, 3, 4, in 4, 5 Tagen. Also am 3. ist dann mein Vater seit Todestag. Ja, 4 Jahre sind es jetzt dann. Ja. Was war jetzt der Grund, dass er dann abgehauen ist? Also warum ist er dann... Ja, die hat einen neuen Macker gehabt. Also, und da hattest du keinen Bock drauf, oder wie? Nö, ich überhaupt nicht. Da gab es auch öfter mal Stress.